Die Schöpfung bewahren, achten und für andere Generationen erhalten. Eines der großen Ziele der Kirche. Ein Grund, warum schon lange vor Fukushima die Energiewende ein wichtiges Thema im Bistum Eichstätt war. Ein Mosaikstein ist dabei die Solarenergie. Auf dem Pfarrheim in Nassenfels befindet sich eine Photovoltaikanlage und durch die Leitungen fließt Naturstrom. Rund 80 Kirchenstiftungen im Bistum Eichstätt haben auf Ökostrom umgestellt. Wir sind seit Januar 2011 zu Naturstrom gewechselt und es war uns auch immer schon ein Anliegen. Das haben wir auch, unser Pfarrer Blacher ist da ein sehr Vorreiter gewesen, der hat immer schon gesagt, eine Kirchenstiftung muss auch an den Naturstrom und das ist für uns eine tolle Sache, was sich auch rechnet für jede Kirchenstiftung, weil sie wirklich tolle und günstige Tarife haben. Ein Rahmenvertrag der Diözese mit Naturstrom ist ein Teil. Schon seit Mitte der 80er Jahre gibt es viele Projekte. So zum Beispiel im Jugendhaus der Diözese Schloss Pfünz. Hier wurde das Haus saniert und ein neues Energiesystem eingeführt. 2003 wurde dann eine Hackschnitzelanlage in Betrieb genommen. Wir haben 2001 einen Heizölverbrauch von 90.000 Litern gehabt und haben einen Kostenfaktor bei der Heizung für 38.000 Euro gehabt. Durch die Umstellung auf 1.000 Kubikmeter Hackschnitzel waren wir plötzlich bei 21.000 Euro. Das ist aber auch die Summe dieser Wärmedämmmaßnahmen, dieser intelligenten Energiesteuerung mit Thermostaten und ähnliches mehr. Und das war dann der Unterschied, den wir natürlich sofort gehabt haben. Dass wir da innerhalb eines Jahres gleich 64% CO2-Einsparung hatten, das ist natürlich ein sehr positiver Nebeneffekt und da waren wir natürlich sehr stolz drauf. Auch ein nachhaltiger Umgang mit Lebensmitteln ist in Pfünz wichtig. Die Produkte kommen deshalb alle aus der Region. Die Gäste müssen während ihres Aufenthalts das Konzept des Hauses mittragen, auch wenn dadurch einiges anders ist. Zum Beispiel beim Essen. Wir haben halt keine große Essensauswahl mit mehreren Menüs. Wir konzentrieren uns auf ein Menü und das ist möglichst frisch und möglichst biologisch hergestellt. Da kommt manchmal der Wunsch, man hätte gern 3-4 Essen zum Auswahl. Das ist aber wieder ein gezielter Einsatz von Lebensmitteln, die möglichst wertvoll aus der Gegend kommen. Und dann muss man den Gästen das erklären, warum das bei uns so ist. Anders gemacht hat man es auch beim Bau der Kirche in Dietenhofen. 2009 wurde sie geweiht. Das Besondere ist, sie ist komplett energieautark. Ein Teil der Energiequelle versteckt sich auf dem Dach der Kirche. Wir speichern alles ins Netz ein und unser Verbrauch wird ja gegengerechnet. Dafür gibt es die Zähler. Und unser Zähler mit der Sonne ist immer höher als der Zähler, sag ich mal, für den Verbrauch. Und das ist gut so. Und so haben wir vielleicht in 10 bis 12 Jahren das erreicht, was wir wollten, dass sich die Anlage amortisiert hat. Der andere Teil der Energie kommt nicht von oben, sondern von unten. Erdwärme heißt hier die Lösung. Wir haben 6 Bohrungen gemacht. Eine Bohrung hat 120 Meter in der Tiefe. Und mit Sonden holen wir uns praktisch die Wärme hoch. Und wir kühlen im Sommer die Kirche mit dieser Wärme. Und im Winter heizen wir sie über die Fußbodenheizung. Wir haben einen Temperaturunterschied zwischen 4 und 6 Grad gegenüber der Außentemperatur. Beispiel, wenn wir außen 28 Grad haben, ist in der Kirche zwischen 22 und 23 Grad. Auch an der Realschule in Rebdorf soll in Zukunft der Strom nicht mehr einfach nur aus der Steckdose kommen. Unter anderem soll eine Wasserkraftanlage an der Altmühl gebaut werden. Die Schüler sollen direkt miterleben, wie natürliche Ressourcen zur Energiegewinnung genutzt werden können.